Ein heißer Januar soll es werden. Proteste, die das Land noch nicht erlebt habe, so die Ankündigung der Bauernverbände. Seit gestern Abend blockieren Landwirte bundesweit Autobahnauffahrten. Ab heute wollen sie für mehrere Tage den Verkehr lahmlegen und mit Traktorenkonvois durch große Innenstädte fahren, um so gegen Subventionskürzungen zu protestieren. Unterstützung erhalten sie von Spediteuren. Die Sorge vor einer Radikalisierung der Proteste ist groß. Rechte Gruppierungen wie der Dritte Weg haben dazu aufgerufen, die Aktionen zu unterstützen. Der Deutsche Bauernverband hat deren Teilnahme jedoch für unerwünscht erklärt. Wir sind stark genug, auch auf der Grundlage unserer Verfassung zu demonstrieren und unsere Anliegen. Und die haben wir im Fokus, die Rücknahme der Steuererhöhung in der Rahmen der Aktionswoche dann zum Ausdruck zu bringen. Seit dem letzten Bauernprotest ist die Bundesregierung bereits zurückgerudert. Landwirte bleiben nun doch von der Kfz-Steuer befreit. Die Subventionen für Agrardiesel will die Ampel aber abschaffen, wenn auch nur schrittweise. Bevor wir mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten über das Thema sprechen, schalten wir erstmal zu zwei Hotspots der heute gestarteten Bauernprotestwoche. Und zwar zuerst zu Ina Baltes nach Wachtberg, etwas südlich von Bonn, das im bevölkerungsreichsten Bundesland und ohnehin ja schon staugeplagten NRW einer der Schwerpunkte werden soll. Was ist denn dort heute zu erwarten? Ja, wir sind hier an dem Abfahrtplatz sozusagen und hier fahren die Traktoren jetzt los. Sie sagen, es sind ungefähr 100. Sie haben sich schon seit einer halben Stunde hier um das ganze Feld herum versammelt und fahren jetzt hier los Richtung Bonn. Sie wollen da die Innenstadt blockieren und mehrere Autobahnauffahrten. Wir haben es selber fast gar nicht hierhin geschafft, weil die Traktoren natürlich von überall her hier hingekommen sind. Wachtberg, das ist eine Gegend, da sind eher kleine Höfe im Vergleich zum Osten. Hier hat man natürlich große Angst, dass man mit diesen Betrieben gar nicht mithalten kann, mit diesen großen Betrieben im Osten. Und ich habe so das Gefühl, dass es hier gut organisiert ist. Es sind viele gekommen, sie sind gut organisiert hier in Wachtberg. Es sind vor allem junge Leute gekommen und auch Handwerksbetriebe, wie wir hier sehen, die die Bauern unterstützen wollen in ihrem Anliegen. Es geht gar nicht so sehr, das ist mein Eindruck, um diese Dieselsubventionen, sondern es ist irgendwie so, als ob diese Entscheidung der Bundesregierung jetzt hier fast so ein Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also man ist wütend auf die Bundesregierung, die man ohnehin wahrscheinlich nicht gewählt hat. Es ist ja eine sehr konservative Gegend und die Bauern wählen eher konservativ. Und das hier hat jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie haben Agrarreformen hinter sich und sagen, jetzt reicht's, nichts mit uns. Es geht gar nicht so sehr um diese Summe der Dieselsubventionen, sondern sie wollen sagen, dass sie benachteiligt sind im Vergleich zu anderen EU-Ländern und daher sind sie wütend. Trotzdem hoffen sie hier in Wachtberg, dass es friedlich bleibt, dass sie wollen sich da nicht von irgendwelchen anderen politischen Kräften unterwandern lassen. Das ist ihnen wichtig. Und jetzt fahren sie also hier los. Ein Traktor nach dem anderen, groß und klein, Richtung Innenstadt. Und wer hier in Bonn heute auf die Straße muss mit dem Auto, der muss viel Zeit mitbringen. So, also die aktuelle Lage in Nordrhein-Westfalen. Dann schauen wir mal etwas weiter in den Norden. Und zwar zu Bernd Mosebach nach Wirbelin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort haben die Bauern angekündigt, mehrere Auffahrten der A24, also der Autobahn zwischen Berlin und Hamburg, zu blockieren. Bernd, wie ist dort die Situation aktuell? Ja, mittlerweile sind seit 6 Uhr alle Autobahnauffahrten in Mecklenburg-Vorpommern blockiert. Das sind insgesamt 62 Auffahrten. Von denen geht nichts mehr los. Also wir sind hier an der A24 Richtung Berlin. Die Auffahrt ist gesperrt. Die Auffahrt Richtung Hamburg ist ebenfalls gesperrt. Und das geht hier heute schon seit 6 Uhr. Zwischen 6 und 9 finden diese Aktionen statt. Und man sieht auch hier, dass die Landstraße, die auf die Autobahn führt, ebenfalls durch diese langsam fahrenden, provozierend langsam fahrenden Trecker weiterhin blockiert wird. Also das sind schon erhebliche Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr hier ist nicht sehr stark heute Morgen, aber es betrifft eben alle Autobahnabfahrten und es betrifft auch die Innenstädte. In den Innenstädten der größeren Städte, in Güstrow, in Neubrandenburg, in Schwerin, in Rostock gibt es weiter starke Behinderungen. Darüber hinaus. Und das sind nicht nur die Landwirte, die dort demonstrieren, sondern vor allen Dingen auch noch andere, die sich auf diese Demonstrationen draufsetzen und sich dranhängen an diese Demonstrationen.
Davon sind einige auch nicht gerade auf dem Boden der Verfassung. Und da hat hier der Bauernpräsident, der Präsident des Landesbauernverbandes, sich klar distanziert. Denn natürlich wissen die Bauern, dass die doch relativ gute zustimmende Stimmung der Bevölkerung für ihre Anliegen hier möglicherweise kippen kann, wenn sich dann plötzlich andere da draufsetzen. Also, das geht heute noch bis 9 Uhr, dann werden sich die Bauern zurückziehen. Aber ich habe heute Morgen mit Landwirten gesprochen, das ist eine klare Kampfansage. Erst wenn alle Forderungen erfüllt sind, werden auch die Proteste aufhören. Und Sie werden das Ganze weiter für uns beobachten. Bernd Mosebach und Ina Baltes, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen und Bilder.